In diesem Video geht es also um Brüche multiplizieren. Die erste Aufgabe, die ihr mitgebracht habt, die muss man sich so vorstellen. Ein Viertel mal zwei heißt so viel wie ein Viertel Pizza wird verdoppelt oder mal zwei genommen. Die zweite Aufgabe, das ist so viel wie ein Viertel mal ein Drittel. Ein Viertel Pizza und die soll jetzt eben nicht mal drei genommen werden und verdreifacht werden, sondern soll gedrittelt werden. Das heißt, in drei Teile zerlegt werden. Das sind so grafisch gesehen die Aufgaben, die dahinter stecken. Wie das jetzt funktioniert, wie ich ein Viertel mal zwei und ein Viertel mal ein Drittel rechne, das werde ich euch jetzt zeigen. Ein Viertel mal zwei, ja, das ist eigentlich relativ einfach, ich zeige es am ersten Mal grafisch. Ich verdopple einfach das, was ich hier habe. Klar, es ist jetzt ein bisschen unsauber gezeichnet, ihr seht es, aber das ist eine grobe Skizze. Deswegen, glaube ich, kann man das kurz so stehen lassen. Ihr bemüht euch, das ein bisschen besser zu machen wie der Lehrer. Ein Viertel mal zwei, das heißt, ich habe hier nicht mehr ein Viertel, sondern zwei Viertel. Und auf der Seite müssen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Dieses ein Viertel, also da wo jetzt meine Maus ist, soll in drei Teile zerlegt werden. Das heißt, grafisch gesehen muss ich dieses Viertel in drei gleich große Teile aufteilen. Ich habe das jetzt hier mal versucht mit drei Strichen. So, das heißt, wenn ich jetzt ein Viertel mal ein Drittel mache, also ein Drittel von diesem Viertel Pizzastück nehme, dann kommt nicht mehr ein Viertel raus, sondern dann ist es weniger. Um drauf zu kommen, wie viel das ist, müssen wir uns überlegen, naja, jetzt sind hier drei Teile, hier drei Teile, hier drei Teile und hier drei Teile. Also insgesamt sind aus diesem, wenn ich das so unterteile, 12 Teile geworden. Und wenn ich jetzt quasi nur noch eines davon habe, nämlich ein Drittel von diesem einen Viertel, dann sind es insgesamt nur noch ein Zwölftel. Nochmal ganz kurz, hier war es ein Viertel, das musste ich in drei Teile unterteilen, weil ich mal ein Drittel gerechnet habe. Hier habe ich mal zwei gerechnet, also verdoppelt, hier drei Teile. Also habe ich das unterteilt und dann geschaut, wie viele Teile habe ich denn insgesamt? Ein Zwölftel. Jetzt ist natürlich die Sache die, man kann nicht jedes Mal schauen, dass man das quasi zeichnet und dann unterteilt und dann erst aufs Ergebnis kommt. Es ist eigentlich doch ganz leicht. Wie kommt man denn algebraisch, also rechnerisch, von dem Teil auf den Teil? Nun, man hat 1 mal 1 gerechnet und 4 mal 3 gibt ein Zwölftel. Hier hat man genau das Gleiche gemacht, nur stand, muss man sich die Zahl 2 eigentlich noch als Bruchzahl denken, als 2 Eintel. Oben im Zähler steht 2 und unten im Nenner 1, denn 2 kann ich ja schreiben als 2 Eintel. Dann ist es 1 mal 2 und 4 mal 1, das was noch im Nenner steht, also 2 Viertel. Zusammengefasst als Regel kann man sagen, man rechnet, um Brüche zu multiplizieren, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Eine Aufgabe habe ich jetzt hier nochmal mitgebracht. 12 25stel mal 15 16stel mal 4 Drittel. Das erste, was ich hier machen möchte, ist ja, dass ich erstmal alles auf einen Bruch bringe. Also Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Hier bringen wir das Ganze rein. Ich schreibe also in den Zähler 12 mal 15 mal 4 und in Nenner 25 mal 16 mal 3. Jetzt darf ich kürzen. Kürzen heißt aber, ich muss nicht nur Sachen, brauche nicht nur Sachen kürzen, die übereinander stehen, sondern ich kann auch Sachen kürzen, die quer rumstehen. Also kürze ich 12 mit 16, gibt 3 und 4 und ich kürze 15 mit 25, gibt 3 und 5. Ich streiche das immer durch und schreibe es dann drüber. Was man jetzt hier noch sieht, ist, dass am Schluss ja noch eine 3 übrig blieb. Die 3 und die 3 unten kürze ich und die 4, die unten noch stand, kürze ich mit der oberen 4. Was noch übrig bleibt oben ist die 3 und unten bleibt die 5 übrig, also 3 Fünftel. So kann ich also quasi Schritt für Schritt Brüche multiplizieren. Erst alles auf einen Nenner schreiben, dann kürzen, so wie es zusammenpasst und dann noch schauen, was übrig bleibt. Bitte sauber so machen wir die Striche, so wie ich es hier gemacht habe. Was ich nicht darf, ist das hier. Ich zeige es euch mal, was jetzt passiert. 3 Viertel plus 16 Fünfzehntel. Jetzt hat ein schlauer Schüler gesagt, Mensch, 3 und 15, das kann ich wunderbar kürzen, gibt 1 und 5. 16 und 4 kann ich kürzen, gibt 1 und 4. Aber das ist vollkommen falsch, denn ich darf das nicht kürzen. Der Unterschied von dieser Aufgabe zu der Aufgabe da unten ist, dass es sich hier um eine Addition handelt, also um eine Summe. Ich darf nur kürzen, wenn mal dazwischen steht. Deswegen sagt man auch, Differenzen und Summen kürzen nur die... Ja, da könnt ihr euch selber denken, was das dann heißen soll. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass man Brüche multiplizieren kann, indem man Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner nimmt. Wenn eine ganze Zahl dran steht, also zum Beispiel die Zahl 2, kann ich die Zahl 2 umschreiben in 2 Eintel.
Was ich zuerst machen muss, wenn ich beim Multiplizieren bin, ich muss zuerst kürzen. Und da darf ich natürlich links oben mit rechts unten kürzen, links unten mit rechts oben kürzen, wie ich will. Es muss immer eine Zahl oben mit einer Zahl unten gekürzt werden. Und das, was noch übrig bleibt, das darf ich auch kürzen. Nur Differenzen und Summen, die darf ich nie kürzen. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.